Syntax, ihr Löchen, Freunde, und willkommen zum zweiten Video auf meinem Kanal heute, also zum zweiten am heutigen Tage. Und heute Abend küsst die Kater mal jemand anderes in Minecraft, also richtiges Action ist heute vorprogrammiert. Und wenn es dir gefällt, dann lass mal jetzt bitte alle ein Like, der Hashtag SyntaArmy und ein kostenloses Abo, um mein bester Freund zu werden. Und kennt ihr eigentlich die Kater? Schreibt mal Hashtag Kater in die Kommentare, wenn ihr sie kennt. Und jetzt viel Spaß. Hey, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du wieder dabei bist bei einem weiteren Video bei mir, deinem Sünde. Hey, hey, hier in der Minecraft-Stadt ist heute wieder einiges los. Und zwar sind meine guten Freunde Epic und Kater mal wieder da, nachdem die Stadt ja gegrieft wurde, dachten sie sich, yo, Tim, wir besuchen dich mal wieder, wir haben dich vermisst. Und ich habe was erfahren, dass da hinten eine kleine Diamantquelle sein soll, hinter der Stadt. Und übrigens, hinter der Stadt wohnen auch die ganzen Abonnenten. Und wenn du hier auch einziehen möchtest, zum Beispiel in dieses Haus, das ist das Einzige, was noch leer ist momentan, dann sei einfach lieb, schreib was in die Kommentare, dass du in die Stadt willst, sei Abonnent und teile das Video, ganz, ganz wichtig, mit deinen Freunden. Und dann hast du die Chance, hier in die Stadt einzuziehen, so wie Epic Synte, der wohnt hier, und seinen Namen gerade nicht. Oder wie, ist hier auch noch leer? Nee. Oder wie Spielecke, die wohnt hier auch, ne? Ihr habt die Chance, wie alle hier in die Stadt einzuziehen. Das sind alles Abonnenten, die immer aktiv sind. Die Julina ebenfalls. Und hier hinten soll jetzt, hier, ihr seht schon, Diamanten gespawnt sein und ein bisschen Eisen. Und da werden, lassen wir uns nicht lumpen, holen uns ein bisschen Eisen und ein paar Diamanten. Und ich wollte dem ein bisschen meinen Freunden Epic und Kater schenken, ein paar. Ich würde sagen, das können wir machen. Und dann auf los geht's los. Wir brauchen aber erst eine Steinspitzhacke, deswegen dauert das alles noch so ein kleines bisschen, bis wir uns das ercraftet haben. So, und dann müssen wir mal das Ding schmelzen, das Eisen, um die Diamanten abzuholen. Aber danach haben wir wenigstens für unsere guten Freunde Karton Epic ein paar Geschenke. Das ist doch schön, Freunde, oder? Ich glaube schon, ich würde es behaupten, ne? Dass man es so sich angucken kann. So, okay, dann brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Holzerissimo. So, in die Workbench, ab damit rein. So, zack, und Steine hier rein. Und jetzt heißt erstmal Eisen abbauen, Freunde, dass wir eine Eisenspitzhacke haben. Sehr schön, ne? Ich habe schon ewig nicht mehr richtig gemeint, aber das muss eben auch sein, Freunde. Und voll cool, dass hier eben diese Diamantos gespawnt sind. 7, sagen wir 12 Stück, bauen wir jetzt hier mal ab. 11 und jetzt noch das 12. Piece. Okay, dann braten wir das mal ganz kurz, weil sie schmelzen, das sagt man ja bei Eisen, beziehungsweise bei Ores. Und ja, Freunde, also hier könnt ihr gerne noch einsehen in diesen Part von der Stadt. Da ist auch für dich, wirklich genau für dich, noch ein Plätzchen frei. Okay, ich würde sagen, das wird jetzt kurz geschmolzen. Und dann geht's auch direkt hier rein, 6 und da ebenfalls. Und dann craften wir uns direkt eine Eisenspitzhacke, holen uns ein paar Diamantos, nehmen die mit. Und dann besuchen wir Epic und Kater, denn die sind oben auf dem Berg. Da gibt's eine richtig schöne Terrasse, die kann ich euch gleich mal zeigen. So, Moment. Da oben ist eine richtig tolle Terrasse auf dem Berg. Moment, beim Schwimmbad. Ich glaube, ihr wisst, ihr kennt ja die Stadt auch, Freunde. Und ihr wisst ja, wo das ist. Da oben. Man sieht jetzt noch nicht genau, aber da hinten dann. So, beim Schwimmbad Rissimo. Wo ist es denn? Bin ich jetzt selber ein bisschen doof? Nee. Das war doch da oben. Ja, da oben auf der Terrasse, Freunde. Da oben sind sie. Ah, ich habe leider mein, Dings. Wie heißt es? Mein Fernglas nicht dabei. Sonst hätten wir da jetzt hochzoomen können. Und wir hatten hier die Lampen auseinander gemacht. Oh Gott, Freunde. Das schwebt einfach in der Luft. So, zack. Zack, okay, also, ganz kurz zurück. Moment, Moment, Moment. Wo haben wir's denn? Wieder zurück ins Häuschen, genau. Ich bin aber auch vergesslich geworden, Freunde. Das kommt mit dem Alter, wobei ich als Babysünde, der kann doch gar nicht so vergesslich sein. Hier machen wir auch nochmal auf. So, sehr schön. Und das stellen wir einfach hier hoch. Dann sieht es ein bisschen toller aus. Da haben wir 6 Stück, sehr schön. Und da haben wir auch 6 Stück. Jetzt wird die Spitzhacke gecraftet. Der Rest kommt hier rein in die Kiste, genau. So, und dann würde ich sagen, auf los geht's los. Müssen wir was zum Essen noch mitnehmen. Jetzt haben wir uns ein paar Diamantos. Endlich Diamantos. Oh, oh, oh. Endlich Diamantos. Und oh, der Spielecke läuft ein bisschen in der Stadt rum, na? Alles gut? Wir können ja alle hier auch rumlaufen, die ganzen Abonnenten.
So, da geht's weiter. Sehr schön. Und jetzt sind wir da. 1, 2, 3. Wir nehmen einfach mal ein paar mit, Freunde, würde ich sagen, bei Diamanten. Da muss man nicht sparen. Da kann man ruhig auf die Vollen gehen, ne? So. So, nehmen wir alles mit, Freunde. Nehmen wir alles mit. Hier noch schön, schön. So. Dann hier noch ein paar. Ich glaube, so einen halben Stack nehmen wir jetzt mal mit. Den Rest können wir dann später abbauen. Wir haben ja noch genug Zeit, Freunde. Die Diamantos verschwinden ja nicht. Es sei denn, der Creeper kommt wieder in die Stadt und klaut uns alles. Aber dann werde ich wütend, Freunde. Wenn der Creeper noch einmal kommt, dann bin ich aber richtig wütend. So. Das heißt, haben wir einen halben Stack. Gefällt mir doch schon mal. Und ein paar behalte ich für mich und ein paar gebe ich ein bisschen Epic und Carter. Wenn die sich hier zum Beispiel ein Strandhäuschen hinstellen wollen, können sie das gerne machen. Apropos Strandhäuschen, das ist jetzt richtig unpassend, denn jetzt fängt es gerade an zu regnen. Das muss auch nicht sein. So, mal kurz hier noch ein Bäumchen pflanzen. Vielleicht kommt ja einer. So, hier auch mal kurz schließen. Dann nehmen wir mal so 10 Diamanten, schenke ich, denn das sind ja richtig gute Freunde von mir. Und das sollte reichen. Kommt noch was in den Nachrichten? Watch out, Steve and Alex dating? Stay tuned, Freunde. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Wir haben alles. Nochmal schauen. Aber ja, 10 Diamanten haben wir. Essen, PC noch schnell ausmachen. Zack. Oh, aus. So, jetzt Jukebox ausmachen. So, gucken, ob die Türen alle zu sind. Verschlossen. Verschlossen. Sehr schön. Und gucken noch im anderen Haus von uns, ob da auch alles zu ist. Wecker ist auch gestellt. Hier ist auch alles zu. Sehr schön. Und ja, den Eingang machen wir auch wieder dicht. Und dann gehen wir direkt mal vor zu meinen guten Freunden und hoffe, dass es den beiden natürlich auch gut geht. Okay, Spitzhacke haben wir dabei. Man kann ja nie wissen, wann ich mal was weghämmern muss. So, Moment, Moment, Moment. Und ich bin gespannt, Freunde. Habt ihr schon lange nicht mehr gesehen in der Stadt. Aber wie gesagt, wir wurden ja gegrieft hier von einem bösen Creeper. Und naja, deswegen hat alles seine Zeit. Jetzt müssen wir uns wieder sehen. Jetzt wieder schön den Berg hochlaufen, wie in den guten alten Zeiten, Freunde. Das waren immer die besten Zeiten, EUW. Okay, schnell hier hochlaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Und da hinten ist schon die Terrasse, Freunde. Ich freue mich unnormal. So, okay, gleich sind wir da. Hallo, Epic, hallo, Kata, freut mich, euch zu sehen. Oh, schön sieht's hier aber aus. Eine richtig schöne Terrasse über die Stadt, ne, und warte mal. Nein. Was machst du? Was macht ihr denn da, Freunde? Alte Freunde, das ist doch nicht Kata, oder? Und was ist das für ein Typ? Harry? Nein. Warte mal, Freunde. Wir verstecken uns mal hinter diesem Mülleimer, da müssen wir Screenshots machen. Zack. Nein, 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 das kann nicht sein. Nicht Kater. Das ist nicht Kater. Das kann nicht sein, Freund. Oh mein Gott. Oh Gott, wo ist denn Epic? Der muss ja irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht hat er sich hier unten versteckt. Ich weiß es nicht. Epic, Epic, bist du hier? Epic. Wo ist Epic, Freund? Habt ihr Epic gesehen? Nein, 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 nein. Hier ist er nicht. Moment, Moment. Ah, wo könnte der denn sein? Hier, wie gesagt, schon mal nicht. Vielleicht ist er oben beim Turm oder sowas. Da ist er. Da ist doch Epic. Wartet mal. So, Moment. Epic! Hallo! Na, alles okay bei dir? Moment mal. Hier, hi Epic, alles gut? Wie? Was sagst du denn da? Oh, du bist überrascht. Du hast es auch gesehen da unten, oder? Ja, ne, ich... Du... Oh Gott, Freunde. Ja, aber ihr seid doch nicht mal ein Paar, du und Kater. Das ist doch egal. Ihr seid doch kein Paar. Warum stört dich das denn? Ja, ist... Ja, ihr seid kein Paar, ihr wart doch niemals zusammen. Oh Gott, sollen wir auch mal Kater fragen, was da los ist? So. Moment, schnell alles abschließen hier. So. Aber schön, jetzt mal ganz kurz abgesehen davon. Ist es hier echt schön? Nein! Oh Gott, ich habe zum Glück überlebt. Freunde, kurzer Herzinfarkt gefühlt gehabt. So, 1, 2, 3. So, Kater und Harry, was macht ihr beide denn hier auf der Terrasse? Wie? Es ist nicht das, wonach es ausschaut. Ich glaube schon, dass es das ist, wonach es ausschaut. Aber der Epic ist auch mal ganz traurig. Ja, ich weiß, ihr seid kein Paar, aber trotzdem. Ich weiß, ihr seid beste Freunde. Ja, er meint's auch nicht so. Es ist ihm auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ist doch egal. Ja, Epic. Ja, ich weiß es. Wie, ihr seid weiterhin beste Freunde? Natürlich seid ihr weiterhin beste Freunde, du und Kater. Ich hab was für euch beide, dass ihr euch eine schöne Zeit machen könnt hier in der Stadt. Ich habe dir 5 Diamanten gegeben und Kater gebe ich auch nochmal 5 Diamanten. Das ist ja richtig toll. So,
Ach, Freunde, immer diese Verwechslungen. Ist doch alles gut zwischen den beiden. Da haben wir wohl aus einer fliegenden Elefant gemacht, wie man bekanntlich sagt, Freunde. Es war ja nur halb so schlimm. Es war gar nicht schlimm. Naja, Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst gerne ein Like, der wird mich mega freuen. Ich backe in einem Regenschirm? Naja, haut da rein, gerne Abo da lassen, um ein bester Freund zu werden. Like, fantastisches Likechen und tschüss.